Martina ist noch bei mir im Studio und wir haben über deine Arbeit gesprochen. Du bist ein spiritueller Begleiter, eine spirituelle Begleiterin. Und wir haben schon so ein bisschen darüber gesprochen, wer zu dir kommt oder warum Leute zu dir kommen. Und dass du das vor vielen Jahren selber angefangen hast und dass es damals was ganz Ungewöhnliches war. Wie wir uns verändert haben, sagen wir, in den letzten 20 Jahren und offener auch sind für solche Erkundungen. Ich meine, wenn ich da denke, wie meine Eltern gelebt haben oder was für sie im Leben wichtig war oder welche Dinge man tat oder nicht tat und all diese Einschränkungen, die es gab. Ja. Für mich als Kind, als ich aufgewachsen bin, war das unheimlich bewusst, so, dass man diese Regeln hatte. Das tut man, das tut man nicht, so lebt man nicht. Und es war sehr, sehr einschränkend. Ja. Ist ja heute eigentlich auch nicht mehr so. Auch zum Beispiel, wie wir unsere Kinder erziehen, oder? Wir geben den Kindern doch im Grunde immer allgemein, es gibt immer Extreme, aber doch mehr Freiheit, dass sie sich auch mal äußern dürfen, was sie selber empfinden. Ich meine, hat sich das nicht auch in deinen Augen, haben wir uns da verändert zum Guten? Ja, ich glaube, wir haben uns verändert zum Guten. Es könnte aber noch weiterhin sich entwickeln. Bist also noch nicht glücklich? Nein, also ich denke zum Beispiel, das Schulwesen könnte sich weiterentwickeln. Public Schools, ich weiß nicht, wie man das in Deutsch sagt. Die öffentlichen Schulen sind eben doch noch in ganz veralterten Mustern und könnten mehr modernere Themen mit einbringen und dass auch junge Menschen beginnen, im frühen Alter schon sich mehr aus sich selbst heraus zu entwickeln, anstatt Wissen in die Menschen hineinzubegeben. Und die Menschen, die wirklich was verändert haben, sind eigentlich die Menschen, die immer außerhalb vom Rahmen gelebt haben. Ja, weil die natürlich neue Wege, neue Möglichkeiten erkundet haben und ausprobiert haben dann auch für die anderen, ne, die dann folgen konnten. Ja, und in Sache Medizin ähnlich, dass zum Teil die Allgemeinmedizin eben doch noch sehr autoritär im Grunde genommen bestimmte Dinge bespricht, anstatt den Menschen als holographisches Wesen zu sehen und zu betrachten und wirklich von allen Seiten zu arbeiten, wenn ein Mensch physische Anzeichen von sagen wir mal, Unwohlsein oder Problemen. Kommen denn zu dir auch viele, die also wirklich physisch Probleme haben, die sagen, ich habe Migräne oder Rückenschmerzen oder der Arzt kann nichts finden und ich weiß nicht mehr, wo oder ich kann nicht schwanger werden. Das ist ja auch eine Stressgeschichte. Ja, ist auch eine Stressgeschichte. Ja. Und sehr oft sind die Manifestationen von physischen Krankheiten natürlich im Grunde ein Ausläufer von bestimmten Verhaltensmustern, Problemen, Emotionalitäten, die sich im Körper manifestieren. Ja, und das, womit du dann helfen kannst? Ja. 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 Wie glaubst du, geht das für dich weiter in diesem Bereich? Ich denke, dass es weiter. Ich bin im Moment daran, dass ich gerne eine Sustainable Community aufbauen würde in Mexiko und ein Retreat, wo Menschen hinkommen, sich erholen, in der Natur leben, so simpel wie möglich, um von allem Stress, den sie normalerweise haben oder in ihrem generellen Sein, mal wirklich eine Pause zu machen. Und nicht nur Ferien im Serien, jetzt erholen wir uns und schauen uns mal andere Länder an und wieder zu tun, sondern eben einfach mal ins Meer, ins Sein zu gehen. Also, dass man dahin fährt und auch was mit nach Hause bringt, was bei einem bleibt. Man nicht nach. Jetzt war ich 2 Wochen weg und nach 2 Tagen ist der alte Stress wieder da. Also nicht so, dass man wirklich sich verändert bei so einem Besuch. Und manchmal sind die Ferien auch anstrengend. Manchmal sind die Ferien auch anstrengend. Dann muss man sich erstmal zu Hause wieder auf Ferien. Ja. Also, dass die Erholung eigentlich jetzt im Moment stattfinden kann. Mhm. Und es gibt viele Bücher auch darüber, im Moment zu leben, Atmung zu benutzen, sich mehr zu entspannen, auch wenn man im Auto fährt, anstatt sich über den Mensch zu ärgern, der vor einem fährt und nicht schnell genug fährt, sondern eher im Jetzt und Hier zu sein. Und da beginnt dann die Spiritualität in unserer heutigen Welt. Wie können wir es wirklich leben? Jetzt. Ja. Wo du das gerade sagst, gerade in dem Augenblick ist mir jetzt Eckhart Tolle eingefallen, der ja auch Deutscher ist und der im Augenblick, vielleicht ist ihm der Name ja geläufig, vor allem auch durch Oprah, die mit ihm im Augenblick diesen Kurs am Internet macht, der ja auch ziemlich viele
viele Leute doch auch berührt hat, wo viele über ihn gehört haben. Und das ist ja im Prinzip auch nichts anderes, als was du machst. Ja. Das ist eben, dass wir also selber daran arbeiten, einfach mehr bewusster zu sein, was in uns selber vor uns geht und dadurch, wie wir auf andere wirken, wie andere auf uns wirken und wie wir ein bewussteres Leben oder wo du sagst, also jetzt im Jetzt leben. Mhm. Leben wir jetzt, wir zwei? Ja, ich habe das Gefühl, wir sind ganz gemütlich, wir atmen, wir leben, wir freuen uns. Ja. Und wir sprechen über Dinge, die uns einfach wichtig sind. Und Eckhart ist ein wunderbarer Mensch, seine Literatur ist lesenswert. Und er hat das Glück und das Karma, über Oprah bekannt zu werden auf der Welt. Und wirklich Menschen wissen im Grunde genommen die Einfachheit des Seins. Ich glaube, dass wir in vielen, vielen Formen unser Leben so kompliziert haben, auch mit Erwartungshaltungen und Dinge, die wir machen müssen oder müssten oder nicht machen sollen. Oder manchmal, ich glaube, einfach menschlich zu sein, ist das Beste, was man anstreben kann. Und ich glaube, dass die Natur einem wieder helfen könnte, mehr in das Menschliche gehen, da wir eigentlich ja auch nun natürliche Wesen sind und wir, die Menschen, die in der Stadt leben, zum Teil so sich von der Natur entfernen, dass sie sich auch von ihrem Selbst entfernen. Mhm. Also auch wirklich nicht nur im Wald spazieren zu gehen, um einen guten Workout zu machen, sondern auch mal im Wald zu sein und sich die Blüten wirklich anzuschauen, die gerade aus den Bäumen kommen. Mhm. Also einfach mal anhalten, tief einatmen, sich mal umschauen, was vor sich geht und einfach mal Stopp und nicht immer nur hetzen und erledigen und abhaken und solche Sachen. Ja. Und wenn man sich begegnet, sich wirklich zu begegnen. Ja. Also anstatt ich dir begegne mit schon meiner Verurteilung, wer ich glaube, dass du bist oder nicht bist, sondern wirklich du bist genauso ein wunderbares Wesen wie jeder andere Mensch. Mhm. Und wer bist du wirklich? Also Interesse aneinander zu haben. Mhm. Also auch Respekt. Respekt und, natürlich und Dankbarkeit. Und begegnen sind so wunderbar. Oft nur, wir gehen so oft vorüber aneinander. Das tun wir auf jeden Fall, Und es ist dann immer ein Erlebnis, wenn man es mal nicht tut, ne? Eine Überraschung, wenn man auf einmal feststellt, oh, das ist aber mal eine nette Unterhaltung, oder das war aber ein Lächeln. Oder wie oft, wenn wir zum Beispiel schlecht gelaunt sind und was weiß ich, irgendwas machen und jemand lächelt uns an, wie so eine Kleinigkeit einen auf einmal total verändern kann. Ja. Ne? Ja. Und da sind wir bei der Freude. Denn die Freude ist, weil in dem Moment, wo wir jetzt und hier sind, dann strahlt auch die Freude. Mhm. Und man sieht es auch an, wenn Menschen, die sogenannten, ob nun ein Dalai Lama oder wen auch immer man betrachtet, die Menschen haben sehr viel Freude in sich. Mhm. Dass wir in unserem Inneren eben doch wirklich wunderbare Wesen sind und dieser Kosmos ein unglaubliches Geschenk für uns ist, es zu erleben und darin wirken zu dürfen. Ja, ja. Also wir haben jetzt alle so ein bisschen Ruhe gefunden. Ein tief durchatmen, vielleicht mal drüber nachdenken, wie wir unser Leben ein bisschen verlangsamen können, möchte ich fast sagen. Und der Freude folgen. Und der Freude folgen, ja. Danke, Martina. Für mich war das ein sehr freudiges Ereignis, dass du hier warst und dass ich mich mit dir unterhalten konnte, dass wir ein bisschen darüber gesprochen haben. Ich hoffe, Sie fanden es ebenfalls interessant und wir bleiben beim Thema Freude, denn wir sprechen über ein stehendes Fest nach der Werbung. Also bleiben Sie neugierig. Danke.